Ich würde das Eisen 3 wählen als zweiten Schlag am 13. Loch. Das ist das Par 5 um die Ecke. Und zwar am Sonntag der letzten Runde von 1993. Ich hatte, glaube ich, 2 Schläge Vorsprung vor Chip Beck und er hat vor mir schon einen super Schlag an die Fahne gemacht, so 7 Meter entfernt. Und da war sehr viel Druck auf mir. Ich musste den Eisen 3 von der Sidehill, Downhill Lage spielen und habe einen super Schlag gemacht, auf 5 Meter hin. Er hat den Putt vorbeigeschoben, ich habe ihn gelocht zum Eagle und somit ist mein Vorsprung hat sich vergrößert. Ja, das wäre wohl der Schlag an der 12, den habe ich mal ins Wasser gesetzt. Das ist das kurze Par 3 am Corner und der Wind ist dort sehr schwer zu berechnen. Das Grün ist auch ein bisschen von links nach rechts. Also kein einfacher Schlag, obwohl es nur ein Eisen 8 oder 7 ist. Und wenn man da ins Wasser haut und Doppelbogey macht, dann ist es immer ein sehr schlechtes Gefühl. Ja, ich hätte mehr Zeit verbringen sollen müssen auf dem Putting Green, um mich an die Greens zu gewöhnen. Ich habe noch nie in meinem Leben damals solche Greens geputtet, die waren so schnell und so onduliert. Ich habe, glaube ich, 11 Dreiputts gemacht nach 2 Runden, also 36 Löcher und lag 11 Schläge hinter dem Führenden nach 2 Runden, habe den Cut verpasst. Und das Putten ist halt auch sehr wichtig hier. Absolut. Ich glaube, all diese Dinge können sehr hilfreich sein. Und ja, es gab es halt damals nicht, als ich jung war. Aber wie gesagt, wenn ich den Ball gerade weiter schlagen kann oder 1, 2 Schläge weniger machen kann aufgrund von technischen Daten oder Outside Help, jederzeit. Ja, ich glaube schon. Tiger Woods war in guter Form das letzte Jahr, 1,5 Jahre. Er ist jetzt wieder fit, er fühlt sich wohl. Sein Schwung sieht konstanter aus und er war immer ein sehr guter Bunkerspieler und Putter, mental sehr stark. Also ich glaube, er hat's drauf. Ja, da spielt vieles eine Rolle. Nicht nur, dass sie den Platz verändert haben, aber was sicher für ihn schwieriger geworden ist und für uns alle, es wurden 5000 Bäume gepflanzt, außerdem gibt es jetzt Raff. Früher gab es kein Raff. Also die Spielbahnen sind sehr viel enger geworden. Man muss viel präziser abschlagen, sonst hat sich relativ wenig verändert. Aber damit wird er sich wohl schwerer tun, wie es früher war, wo es sehr breite Fairways gab und der Abschlag nicht so präzise sein musste. Ja, es ist nicht der erste, dem es passiert. Jordan puttet nicht mehr ganz so gut und das war immer seine große Stärke. Zum anderen ist auch sein langes Spiel nicht mehr ganz so präzise wie früher. Und das ist dann summa summarum 1, 2 Schläge pro Tag mehr. Und das sind 8 Schläge am Ende vom Turnier und damit kann man dann nicht mehr gewinnen. Ich glaube schon, Rory ist zurzeit in einer super Form. Er hat, glaube ich, die letzten 7 Turniere auf der PGA Tour war er jeweils unter den ersten 10 platziert, hat auch eins gewonnen, die Players Championship in Sawgrass. Also ich glaube, er fühlt sich sehr wohl mit seinem Golfschwung und er hat sicher sehr große Chancen. Ja, Ricky hat eigentlich alles. Er ist lang, hat ein super kurzes Spiel, vielleicht den besten Putting-Stroke von allen heutzutage. Er muss es nur vermeiden, dass er ab und zu mal ein Doppel- oder Triple-Bogey spielt, denn das tut sehr weh und das ist schwer wettzumachen. Und das kann er sich nicht leisten bei solchen Turnieren. Also wenn er sich da konzentrieren kann, dass das nicht mehr passiert, dann glaube ich, hat er gute Chancen. Glaube ich schon. Jon Rahm ist auch ein sehr, sehr guter Golfer, schlägt sehr weit, kann alles und ich glaube, der Platz dürfte ihm liegen hier. Ja, mein Start war fantastisch in diesem Jahr. Ich war die ersten 3 Turniere Dritter, Erster und Zweiter. Habe mich dann leider verletzt, musste ein paar Wochen aussetzen, 2 Turniere absagen. Aber ich bin wieder gesund und hoffe, dass es so weitergeht, wie es vor ein paar Wochen aufgehört hat.